Ja, erstmal Kasperle, Kasperle, das Krokodil kommt rufen und dann ist hier nichts. Das hat noch ein Nachspiel, meine Damen und Herren hier. Ne? Ich glaube, einer muss jetzt sterben. Ne, Quatsch, vor allem nicht. Dieser komisch leuchtende Herr oder die Frau. Das ist eine Frau. Hier ist ein alter Chabris. Naja, wir haben jetzt das Fort Hagen endlich bepimmelt. Tötet die Supermutanten am... Okay, machen wir einfach glatt. Da gehen wir einfach glatt hin und machen das locker flogge. Ich dachte, locker. Who goes there? erhältst du den Skill Infiltration? Aha. Infiltration Skill. Das haben wir zu 100% schon ausgeräubert. Wisst ihr noch? Hier waren wir schon. Hier waren wir halt einfach so ohne Mission. Oder warte, ist es hier überhaupt? Nee, das ist ja gar nicht gemeint. Beziehungsweise wir haben zwei übersehen. Die da hinten rumstehen. Jemand da? Oh, wunderbar. Zack, zack. Da bist du ja. Ha! Und schon ist es geschafft. Das wäre doch gelacht. Oh, ihr habt Melonen hier. Mui, Melonen. Wo sind die anderen hin? Ah, da liegt er. Sehr schön. Die Munition rollt wieder ordentlich rein. Ich würde sagen, wir gucken hier einfach. Hol dir den Schlüssel an. Wir gucken einfach, dass wir jetzt so ein paar kleine Missionen noch machen, die wir hier oben noch rumfliegen haben. Wir könnten dann auch, dann gucken wir einfach mal, ob wir jetzt die Hauptmission weitermachen oder Nebenmissionen, ob wir generell die DLCs angehen oder ob wir uns halt einfach treiben lassen. Also ich bin sogar fast dafür, dass wir gar nicht gezielt rumlaufen, sondern, also dass wir jetzt nicht gezielt jetzt eine Hauptmission auswählen, sondern so rumdödeln und dann stoßen wir meistens dann eh wieder auf irgendwas Hauptmäßiges. Und ja. Sandy Coves Sanatorium. Das habe ich noch nie gemacht. Die Mucke ist so edel, yeah. Gibt es eigentlich bald ein neues Mafia? Das wäre auch öl. Hallo. Wer an solchen Orten herumstöbert, endet oft als Abendessen. Keine Sorge, das sind wir nicht. Willkommen im Sandy Cove Sanatorium. Hallo. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich brauche den Schlüssel. Ich melde mich an. Meine Familie hat den Papierkram schon erledigt. Gladys Zimmer, wir wollen! Willkommen. Sie erhalten Gladys altes Zimmer. Nehmen Sie die Hintertreppe. Erste Tür links. Gut. Einen schönen Tag noch. Danke. Oh, da hinten ist auch noch jemand. Okay. Darf ich mal kurz hier lang? Ich hoffe, der ist da nicht böse, wenn ich das hack. Oh, warte, er könnte echt böse sein. Die wisst ihr noch? Die in Desire City, die waren schon ein bisschen böse. Egal, wir testen es mal. Boris. Erinnerungen an verlorene Safe-Schlüssel. Wenn ein Bewohner seinen Safe-Schlüssel verliert, empfiehlt sich die Suche an seinem üblichen Versteck. Catherine 205 bei ihren Katzenfressnäpfen. Okay. Edward 106 hinter seiner Schreibmaschine. Ethel 203 unter ihrem Malpinsel. Margaret 104 unter ihrem Dünger. Mortimer 101 in seinem Lieblingsmodellschiff und Randall 201 unter der Hirschkopf-Trophäe. Also kurz versuchen einzuprägen. Katzenfressnäpfe, Schreibmaschine, Malpinsel, Dünger, Lieblingsmodellschiff und Hirschkopf-Trophäen. Ich kann mir ultra schwer solche Dinge merken. Sicherheitsalarme. Kellis ist jetzt dreimal weggelaufen. Ich glaube, das macht sie, um uns daran zu erinnern, dass sie noch gefährlich ist. Ich schwöre, die hat irgendwo in ihrem Zimmer Sprengstoff versteckt. Diese Mr. Handys machen mich wahnsinnig. Nicht schaffen sie es, die Bushaltestellenattrappe draußen auf Entflohene hin zu überprüfen. Irgendwann wird die Polizei rausfinden, warum unsere Bewohner auf den Straßen herumlaufen. Fuck, dude. Tür öffnen. So. Wir haben irgendeine Sicherheitstür geöffnet. Kommen jetzt die Verrückten auf uns zu? Ah. Ah, guck mal. Welchen Safe da haben wir? Komme ich nicht auf. Von Margot. Da brauche ich den Schlüssel. Nee. Irgendein G. Das geht nur mit einem Schlüssel auf. Ach, das sind generell die wir halt einfach... Guck mal, und die wir halt noch nicht haben. Oh ja. Ja. Du verursachst dauerhaft plus 2% Körperteilschaden. Oh nice. Ja, das Injektorgewehr. Aha. Okay, passt auf. Das ist richtig nice. Ich glaube, ich habe das schon mal kurz erwähnt. Damit kann man so, unter anderem Spritzen verschießen. Da. Also du nimmst das Ding und drückst halt auf Nachladen.
und machst eine Packspritze rein. Beruhigt das Ziel für 30 Sekunden, zum Beispiel. Man kann aber auch so Sachen mal reinmachen, dass es das Ziel für x Sekunden irgendwie ultra Schaden bekommt, voll bescheuert mit dem Ding auf so eine Red-Kakerlake zu schießen. Ja, dass das Ziel irgendwie Schaden nimmt, verblutet oder was weiß ich. Also wenn hier nur Kakerlaks sind, dann werde ich hier mit der Ding rangehen. Okay, wartet mal. Da hinten waren ja die Saves, das haben wir alles schon nachgeguckt. Da geht's hoch. Ich möchte erstmal auf der Ebene bleiben hier. Da geht's wahrscheinlich runter, ne? So, nein. Shit. Habt ihr eigentlich schon einen Kracher gekauft und so? Achso, halt. Cool. Das Video wird wahrscheinlich nach. Warte mal, das Video wird nach Silvester kommen. Alles klar, Leute. Nachträglich einen guten Rutsch. Ich hab's vergessen. Oh, Buch zurück. Jawohl, hier kann man die Bücher zurückgeben, lieber. Ja. Yes. Ah. Marken ausgeben. Wir können jetzt nämlich Zeug holen für diese Bücher, aber das machen wir jetzt erstmal nicht. Ja, war euer Silvester schön. Dieses Video kommt höchstwahrscheinlich nach Silvester, deswegen ist Silvester halt schon rum. Ich brauche noch ein Video, wo ich euch alle einen guten Rutsch wünsche. Trophäe, ich mein Lieblingsschiff, Modell. Biometrischer Scanner. Was hat denn der... Ah, jawohl, da ist der Mortimer. Ja. Mortimer. Ich glaube nicht, dass die durch die Explosion gestorben sind. Wenn das hier so ein komischer Sauhaufen ist. Hallo. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja. So. Ha, Klammerbox. Baumorgan, kaputte Lampe. Hier geht's um einen Durchbruch. Was immer. Hier ist keine Leiche, da geht's nach. Kann man hier hoch einfach? Ja, ich glaube, man könnte im Notfall hochjumpen. Guten Tag! Der geht bestimmt nicht, ne? Oh. Sieht funktionierend aus. So, das wird die Blumendüngerfrau sein. Ein überfälliges Buch, sehr schön. Die hat überall Blumen hingemacht. Unter anderem in die Toilette. Ein sauberes Kleid, Teekessel, voll das schöne Zeug, das sie hier angepflanzt hat. Wo ist denn der Dünger? Wo hatten die ihren Dünger stehen? Fusionsbeutel, nehme ich auch mal mit. Halt, da ist der Dünger. Ja, da liegt er. Verdammt nochmal, ja. Verdammt nochmal, ja. Okay, weiter geht's. Da geht's hoch, da gehen wir jetzt noch nicht hin. Guten Tag. Nee, auch erstmal nicht in die Mitte. Bin ich hier etwa bei dem Katzenmensch? Wo ist denn die Katze über uns, oder was? Ha! Ja. Schreibmaschine, genau. Wir haben ja schon gleich alles, was man hier so... Seit wann ist es denn so still hier? Noch ein überfälliges Buch, oder? Ja. Geil. Wie, seit wann ist es so still? Es ist schon die ganze Zeit so still. Gut, und jetzt gehen wir hoch. Kurz mal gespeichert. Okay. Wir bleiben hier wieder bei der Rechtsgeh-Taktik. Immer schön rechts gehen. Also außer bei so einem Mittelding. Okay, wir gehen jetzt einfach hier alles ab. Die Dinger hier oben erstmal. Hier ist dann wohl irgendwo die Katzenzimmer da. Ja. Haben wir das? Nett. Nett. Ich sag bloß, die Katzen haben überlebt. Ich habe eben einen kleinen Katzenarsch gesehen. Sieht mir kein Tag älter als 199 aus. Ja. Wirklich gut gehalten hier, die Leute, ne? Noch eine Katze. Guck mal, wie die lacht. Sind die nicht siehst du, die Katzenschiss? Ja, wir sind jetzt... Guck mal, die Gladys hat ja richtig was am Start gehabt. Also das ist die weggerannt ist, ne? Die, ihr wisst schon, die Verrückte. Puh, ist voll das Zeug, halt. Jawohl, Gladys, du bist ein Schatz. Ein Kampfscharfschützengewehr. Das gucken wir uns mal kurz an. Lächerlich. Hat die auch noch irgendwie... Ne, eigentlich nicht, ne? Wir haben ja festgestellt, dass sie gar keinen Safe hat. Ich habe ihren Schlüssel ja auch schon. Also ihren Zimmerschlüssel. Wir sehen es ja. Falls unten ein Safe offen bleibt, wissen wir, wo wir gucken müssen. Aber ich wüsste jetzt nicht. Granaten! Okay, wenn ich das nicht gefunden habe, dann liegt er hier vielleicht sogar voll offensichtlich und ich habe es dann nicht gerafft. Bestimmt im Eimer schon da, ne?
bleibt für immer verborgen. Zumindest nicht, wenn ich ein Wörtchen mitzureden habe. Ja, Piper, das ist gut. Wo warst du überhaupt? Oder wo bist du gerade? Tingelt er irgendwo rum? Keiner weiß, was er macht. Okay, irgendein Bildermensch. Gelbe... Ah, halt, Pinsel. Ach, so. Perfekt, perfekt. Kamera. Aber ich vermisse noch den Mensch mit dem... mit dem Ding. Mit dem... Ah, ja, Hirschkopf. Und dann war noch... Dann war noch irgendwas. Lieblingsbrot oder sowas. Oder hat man den direkt am Anfang schon? Ah, da. Nett. Ich habe sein Kissen mitgenommen. Nett. Hier drin ist das neue Besucher. Willkommen im Sandy Coves Sanatorium. Entdeckt er mich jetzt schon wieder? Greife feindliche. Oh Gott. What the fuck? Lebenszeichen festgestellt. Oh, voll gruselig. Ich habe sie geortet. Jetzt bin ich. Okay. Piper ist unten am Metzeln. Na, moin. Ist da jemand anwesend? Sensor meldet feindliche Präsenz. Offenbar ist ihr Versuch. Hä? Wo kommst du jetzt her? Also hier oben. Achso, hinter mir ist die Treppe, ne? Ah, scheiße. Ja, hinter mir ist die Treppe. Immer offline. Da. Hier. Oh shit, der hat sogar einen Totenkopf, der eine. Okay. Wir müssen ganz kurz unsere Chillung hier mal unterbrechen. Ein bisschen Wasser trinken und noch so einen gerösteten Malak reindrücken. Ja. Terminiert mich. Versucht es, mich zu terminieren. Bam, 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 bam. Oh. Terminiere sämtliche feindliche Lebensformen. Warte kurz. Noch nicht terminieren. Kommt ihr da rein? Ha! Oh, mutiert. Shit. Danke. Hahaha, mutiert da hoch. Oh fuck, haut der rein. Gottes Willen. Scheiße. Leute. Das ist aber ein Sack. Ein richtiger Ballsack. Krass. Na super, ich hab's nicht gekocht. Krieg hier, holt er die Krätze direkt. Ich glaube, für den muss ich mir mal ganz gemütlich Dinge einpacken. Das ist ja der Anführer hier, ne? So. Ja! So, du auch noch? Oh, leben die beide noch? Ah, scheiße, ging ein bisschen daneben. Zack, bumm, weg. Wo kamen die denn jetzt her? Reduziert den durch Tiere verursachten Schaden um 15%. Ist vielleicht gar nicht mehr so notwendig. Piper steht auch wieder auf. Warum war sie eigentlich sofort unten? Ist sie direkt hier runtergejumpt? Die Verrückte. Also, ich glaube, wir waren noch nicht ganz fertig. Oh, schade, dass wir den kaputt gemacht haben. Der kann doch nichts dafür. Dieser arme Aufseher. Der war auch bescheuert. Wo ist... Yay! Was haben wir hier? Oh, ein Souvenir. Ein Teddybee. Und Maddox. Der Mittelraum, den ich nicht durchgehen wollte. Wir haben, glaube ich, alles. Ich glaube, wir haben alle Schlüssel. Ja, sehen wir ja gleich, ob wir alle haben. So, also, Randall. Krass, Randall ist ein ganz schöner AZ gewesen. Haben wir auch. Dann, jawohl. Mortimer. Und Margaret. Ja, wir haben alles geöffnet. Jawohl, geschafft. Kommt, die nehmen wir noch mit, die Vase. Einfach nur, weil es cool ist. Ich frage mich jetzt... Hab ich da gerade eine Falle ausgelöst? Ah, nee, nur eine Waffe weggekickt. Ich frage mich, wo die jetzt... Also, warum... Oh Gott, vielleicht sind da draußen noch so viele.
müssen wir jetzt kurz gucken. Es kann gut sein, dass da jetzt so eine Übermacht auf uns wartet, die uns zerstört. Ich weiß noch, es war bei Fallout 3 mal so, oder in irgendeinem, also auch ziemlich am Anfang, man ist, glaube ich, in so einen kleinen Laden rein und kam raus und dann waren auf einmal Viecher da. Wobei es da auch an sich einfach, also Leute, wobei es aber auch an sich einfach Ding gab, also so random Encounters. Das gibt's hier eigentlich auch, wahrscheinlich war das random oder so, keine Ahnung. Obwohl, es war schon gescriptet hier mit dem, neue Besucher und so. Naja. Die Ladezeiten sind jetzt echt fast moderat, ja doch, moderat. Was ist denn da oben? Waren wir da schon? Da waren wir noch nicht da oben. Aber es sieht auch nach nichts Besonderem aus, ne? Da sind wir aber schon lang gehüpft. Doch, ich glaube, da waren wir schon. Ja, das war das, wo ich gesagt habe, da ist diese Anspielung. Ach ja, natürlich, wir sind ja auch gerade weggesprungen. Wir sind jetzt ja hier eben da rumgetingelt. Besorge Abraham Finchs Schwert aus... das ist eine krasse Sache. Ja, was haben wir denn an sich noch hier da? Stoppe den Überfall... Was für ein Überfall? Jetzt gucke ich halt nochmal hin, aber da war vorhin ja schon keiner. Vielleicht hat das Gespräch von der Piper, das wir dann, glaube ich, letztes Mal noch geführt haben, in der letzten Folge, direkt am Ende, als wir da hingerufen wurden, vielleicht hat das irgendwie den Angriff nicht getriggert oder halt enttriggert. Aber eigentlich müsste der jetzt gleich dann losgehen. Spätestens dann jetzt. Gucken wir mal. Na? Wow, der Angriff ist so schlimm. Ach, oder haben die den... Ach, die haben die wahrscheinlich schon gemacht und jetzt dankt er mir nur noch. Entschuldigung? Ich bin froh, dass du hier bist. Wir haben ein paar Probleme mit Raidern gehabt. Okay. Erzähl mir, was los ist. Sie sind vor ein paar Tagen hier aufgetaucht. Okay. Es waren einfach... Sie meinten, immerhin wissen wir, wo... Mhm. Ich kümmere mich. Keine Sorge. Ich kümmere... Danke. Es ist echt sehr beruhigend, sich keine Sorgen mehr um sie machen zu müssen. Verarschte mich, ich habe doch das hier schon befreit. Warum muss ich denn jetzt nochmal irgendwas machen dafür? Das ist ein bisschen räudig. Finde ich ziemlich frech. Wo wäre das denn? Da im Regionalbüro. Finde die Karawane. Was für eine Karawane? Okay. da haben wir wahrscheinlich immer noch einiges zu tun. Eine Karawane, wo kommt denn das jetzt her? Bald haben wir wieder ein Level Up. Das ging jetzt fix. Aber gut, über die Burg haben wir halt auch viel Erfahrung angesammelt. Oder Erfahrungspunkte dazu bekommen. Weil sie die Burg eingenommen haben. Alleine schon ja für das Besiegen von der fetten Kackkrabbe. Und ja, schon nass. Noch schon nass. Ich weiß gar nicht, ob das nicht sogar der stärkste Gegner ist, den man so treffen kann. Oh, shit. Okay, wir sind auf jeden Fall... Lassen wir diese Schwarmbots... Ada, jemand, der nicht von uns eingegriffen werden sollte. Also. Shit. Bam! Weiter geht's. Okay, die schießen mit irgendwelchen Gleisbolzen. Piper schon weitermachen. Ich esse kurz was. Aber diesmal esse ich nicht diese blöde Königin. Wow! Wow! Ach du Scheiße. Okay, wartet. Ich will noch ganz kurz gucken, kann ich hier schön den Scheiß aufheben. Jetzt verkommt das alles ja nur, ne? Stimmt. Warte kurz, Ada, ich spreche gleich mit dir. Oh no! Jackson's Holo... Warte, das machen wir gleich. Zoes Tagebuch, okay. Aber, oh, was ist das? Porter. Kann ich nicht bewegen. Was hat denn der alles dabei? Oh Gott! Ich bin zu schwer. Pipes. Pipe. Litzer. Warte kurz, hey. Piper. Nach dir. Suchst du was Bestimmtes? Ja, ich brauche deinen Platz. Bitteschön. Bitteschön, nimm alles. Boah, die kann schon einiges packen. Ada, wir reden jetzt mal zusammen. Das kenne ich ja schon, ne? Diese Mission habe ich ja mal gemacht. Also die... Haben diesen Angriff nicht überlebt. Genau, die Mission habe ich mal gemacht für die YouTube. Ich war mir sicher, hier ebenfalls meine
Oder ich hatte sie zumindest dabei. Alles okay. Alles okay bei dir? Der physische Schaden ist gering, aber ich verzeichne Traurigkeit und Wut aufgrund des Verlusts meiner Freunde. Das mag sich von einem Roboter seltsam anhören, aber sie waren meine Familie. Hm. Danke nochmal für ihre Mühen. Ich weiß, dass sie es ihnen ebenfalls gedankt hätten. Was bist du? Was für eine Art Roboter bist du? Ich bin schwer modifiziert, aber in meinem Kern bin ich ein Aggressotron. Mein Name ist Ada. Das war das dritte Mal, dass wir von solchen Robotern angegriffen wurden. Trotz der Verbesserungen an Waffen und Ortung, die Jackson durchgeführt hat, konnte ich sie nicht besiegen. Ha. Wer ist Jackson? Jackson war der Anführer dieser Karawane. Er war technisch enorm begabt. In vielerlei Hinsicht ist er mein Schöpfer. Er hat mir alle meine Verbesserungen eingebaut. Leider haben sie nicht gereicht, um sie vor den Robotern zu beschützen. Erzähl mir etwas mehr über diese Rabe. Erzähl mir von diesen Robotern. Sie streifen durch das Ödland und behaupten, für Ordnung zu sorgen. Wir haben sie gegen Raider kämpfen sehen, aber sie greifen auch Unschuldige an. Siedler, Kaufleute und Karawanen wie die unsere. Wir wussten, dass wir riskieren, noch mehr dieser Roboter zu begegnen, wenn wir im Commonwealth bleiben. Wären wir doch nur früher gegangen. Hm. Ja. Du konntest nicht wissen, dass so etwas passieren wird. Die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs war hoch. Ich hätte unsere Abreise erzwingen sollen. Als Wiedergutmachung werde ich meine Freunde sühnen und diesen Robotern Einhalt gebieten. Es ist an der Zeit, die Quelle aufzuspüren und ihren Anführer zu stellen. Den Mechanist. Mechanist. Dabei wirst du Hilfe brauchen. Dessen bin ich mir bewusst. Sie haben großes Engagement gezeigt, anderen zu helfen. Bitte helfen Sie mir, diesen Mechanist aufzuhalten. Als Gegenleistung kann ich Ihnen Baupläne für Ihre eigene Roboterwerkbank geben, damit Sie zusätzliche Ressourcen haben. Stimmt, wir können ja eigene Roboter bauen, Goyle. Du bist auf Rache aus, nicht wahr? Ich gebe zu, ich verfolge zwei Ziele. Den Mechanist aufzuhalten, beschützt zum einen das Commonwealth und recht zum anderen meine gefallenen Freunde. Ich werde erst ruhen, wenn diese Gefahr beseitigt ist. Das schulde ich Ihnen. Zuletzt haben wir eine Gruppe der Mechanist-Roboter bei der General Atomics-Fabrik gesehen. Vielleicht finden Sie dort ja Informationen, die uns zum Mechanist führen. Mit Ihrer Erlaubnis werde ich Ihnen folgen und helfen. Also Ada, geh erstmal. Ein andermal. Kann ich mich bis zu Ihrer Rückkehr vielleicht irgendwo nützlich machen? Ja, natürlich. Geh einfach nach Zangtschundrarin Hulns. Das ist die Hauptbutze von uns, nicht die Burg. Ich kenne diese Siedlung. Hoffentlich kann ich dort helfen. Du kennst diese Siedlung, also. Diese. Ich mach grad dieses Ding, diese Bewegung mit der Hand so, ja, ja, bla bla, ne, weil sie einfach total am Lügen ist. Das wenn sie dieses zurück. Jetzt fängt die auch noch an. Don't let anything bad, not slack to rock. Wo ist denn, ich habe hier noch zwei Roboter gelegt. Wo sind die? Dieser Augenbot und dieses andere Vieh. Jetzt haben wir echt viel Muni verbraucht. Wir hatten irgendwas mit 700. Naja, egal. Dann gucken wir uns jetzt mal die ganzen Sachen an von den Leuten. Die hat ja nichts dabei. Nur ein verbranntes Wirtschaftsmagazin. Das ist ziemlich agile. Hier liegt noch jemand. Ah, Turing. Was ist denn das? Was ist denn das? Ist das auch ein Roboter, so ein Fett? Der hat ultra viel Kram dabei. Ich nehme einfach mal alles. Also, hat der verbranntes Lasermechan. Nein, hat nichts dabei. Jacks Holoband. Der Jack hat ein Holoband. Start. So. Jackson, ist geil oder was? Jackson. Ach Gott, ich hab den Namen schon wieder vergessen. Jacob, Jackson? Uns sind heute ein paar feindliche Roboter begegnet. Ja. Sie waren wild zusammengewürfelt, wie die, die wir an dieser Werkbank gebaut haben. Das Seltsame ist, dass einer von ihnen etwas von einem Mechanist gefaselt hat. Und dass sie hier sind, um das Commonwealth zu beschützen. Beschützen. Von wegen. Wir konnten entkommen, aber diese Dinger waren gefährlich. Shades und ich sind zurückgegangen und fanden einen Arm, den wir abgeschossen hatten. Wer auch immer diese Dinger baut, ist ein Könner. Vielleicht sogar besser als ich. Ich muss Ada und Hertz verbessern, damit sie mich noch beschützen können. Ada und Hertz? War das dieser... Ne? Ach shit, hat nicht auch irgendjemand ein Tagebuch da gehabt? War das die Lisa, die ein Tagebuch dabei hatte? Guck kurz. L-L-I, ne? Ich hab doch extra alles liegen gelassen. Es war noch irgendein Tagebuch. Irgendjemand hatte ein Tagebuch. Okay, cool bleiben. Ich kam von hier
Hab hier ihn gefunden. Ist die Alte da hinten am Fighten? Ja. Ey, der fightet gegen Hule. Also ich könnte schwören, das war sie hier. Was war sie nicht? Ah! Zoes Tagebuch! Na also. Zack, 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 krass, da haben wir viel Scheiß drin. So. Ah. Dies und das. Also, ich habe beschlossen, auf diesem kleinen Holoband ein Tagebuch zu führen. Ich fand die Idee ganz cool, es an verschiedenen Terminals zu aktualisieren. Sowas wie meine eigene kleine Sammlung, nur weiß ich teilweise gar nicht, wo wir sind. Mit Orientierung habe ich es nicht so, das überlasse ich den Bots. Heute haben wir an einem netten Schrottplatz angehalten. Beeindruckenderweise ist er nicht so eklig und von wilden Ghoulen überlaufen wie der letzte. Lisa hat mir geholfen, dieses Terminal zu reparieren, damit ich loslegen konnte. Naja, ich glaube, Ada und ich konnten eine recht gute Verteidigung aufbauen. Wir haben erstmal genug Vorräte, also werde ich mir alles in Ruhe ansehen. Ich muss wirklich ein paar gute Sachen zum Tauschen finden, wenn ich mir in nächster Zeit mal neue Handschuhe zulegen will. Raider sind dumm. Ich gehe davon aus, dass Leute wie wir alleine deshalb nichts zu befürchten haben, weil die Typen so dämlich sind. Letzte Nacht haben sie versucht, Porter was zu klauen. Einem gottverdammten Wachbot, der Gepäck trägt. Porter hat zwei von ihnen erledigt, ein anderer aktivierte beim Weglaufen einen Stolperdraht und der letzte, glauben wir jedenfalls, ist gestolpert und hat sich mit seinem eigenen Messer aufgespießt. Deswegen rennt man nicht, wenn man scharfe Objekte trägt. Aber von Schüssen aufzuwachen ist natürlich auch nicht cool. Es wird wohl Zeit weiterzuziehen. Wer beschützt den Protection? Wir haben eine ziemlich coole Fabrik mit ganz netten Protektron-Teilen gefunden. Daher will Jackson uns jetzt unbedingt einen kleinen Bodyguard-Roboter bauen. Er arbeitet mit Shade schon den ganzen Tag daran. Ich glaube, ich nenne ihn Hertz. Ich bin gespannt. Protectrons sind mein Ding. Beschützen und dienen. Oh, und natürlich autorisieren, rund um die Uhr tödliche Gewalt anzuwenden. In der Zwischenzeit haben Ada und ich die üblichen Verteidigungsmaßnahmen errichtet. Danach hat sie mir geholfen, nach Sicherung und sonstigem Kram zu suchen. Nicht, dass ich voll wäre, aber Roboter sind dann am besten, wenn man nichts Schweres heben oder tragen muss. Ernsthaft? Also wir waren in diesem kleinen, runtergekommenen Reparaturgeschäft und haben einen Händler gefunden, der sich im Schrank versteckt hat. Er hat gedacht, wir wären Raider, also blieb er einen ganzen Tag und eine Nacht da drin. Und ja, das war so eklig, wie man sich das vorstellt, weil es in Wandschränken keine Toilette gibt und natürlich auch kein Toilettenpapier. Naja, er meinte, wir wären ziemlich nah an diesem Gebiet namens Commonwealth, das wir uns vielleicht ansehen sollten. Angeblich kann man da ganz gut handeln und eine alte General's Atomics Fabrik gibt es auch. Ich glaube, Jackson würde Turing zu gerne verbessern. Der alte Mr. Handy hat schon bessere Zeiten erlebt. Kaufrausch. Du wirst es nicht glauben, aber wir haben in einem Kaufhaushalt gemacht. Das ist wie ein wahr gewordener Traum. Ich habe schon neue Handschuhe und Stiefel gefunden, ganz zu schweigen von einer Sonnenbrille, für die mir Shades richtig was schulden wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er meine gesamte Nachtwachen für mindestens eine Woche übernehmen kann, damit ich da rankomme. Turing hat den restlichen Weg zum Commonwealth kartiert. Level up natürlich. Wir haben außerdem gehört, dass es einen Ort namens Diamond City gibt. Nicht das, was du denkst. Offenbar ist das so eine Art altes Stadion. Könnte lustig werden. Wäre auf jeden Fall schön, bald mal wieder eine große Siedlung zu besuchen. Okay, also sie hatten wohl eine ganz chillige Zeit beim Rumreisen. Aber ja, sind jetzt halt verreckt, ne? Das passiert. Das passiert halt auch. Was ist das da vorne? Ah ja, was? Haushaltsgeschichten. Wir wollten ja eigentlich noch geschwind da drüben reinrocken, ne? Und die mal abziehen. Die Gunner oder was das waren. Raider, glaube ich. Wo ist es? Ah, ich gehe einfach in die falsche Richtung. Dorm, fucking Dorm. And two turn. Wir haben nicht mehr viel Zeit, schnell. Wir wollen jetzt noch die Raider platt machen. Oh. Minuteman. Ja, nice, Leute. Mensch, lang nicht mehr gesehen. Was macht ihr hier? Chillt ihr auch euer Leben? Gut. Machen wir hier so eine Brückenzoll-Geschichte? Bereich gesichert, General. Gut. Alle mal mitkommen, Leute. Alle mal mitkommen. Zack, zack. Da vorne ist auch ein... Nee, das ist ein Raider, ne? Ja, ja. Es wäre cool, wenn das so wie bei San Andreas wäre, dass man so richtig auf der Karte die Bereiche sieht, die einem gerade gehören aktuell und wo es Fights gibt und sowas. Dass man so richtige Bereiche der Map einnehmen kann oder könnte. Das ist hier. Da ist nichts mehr. Doch, hier, ich bin noch hier. Wie frech das ist, von dir zu sagen, hier ist nichts mehr, obwohl ich noch da bin. Du Schluch. Du bist sowas aus dem Hä? Oh shit, Bitch. Viel Spaß mit dem Ding. Ich glaube, wir sollten lieber auf den Jäger schießen. Mal Granate hier hauen, zack, bumm. Bye, bye. Ist da noch irgendwas?
Die kriegt von irgendwelchen kleinen Maden auf die Nase. Die Pipes. So, sehr gut. Alle erledigt. Ganz schnell. Ach, es ist schon 30 Minuten sind schon. Oh, hallo. Hallo, Leute. Hast du das gesehen? Your mother is lustig! Ja, scheiße. So, und für die nehme ich vielleicht hier das Ding. Wo ist das coole Radgewehr? Da ist es ja. Der müsste jetzt ja ultra Damage fressen, ne? Oh, 27. Ist nichts persönlich. Raider Pill. Das war ein Raider Pill. Naja, gut, das machen wir einfach in der nächsten Folge hier. Das ist. Was ist das hier? Das Regionalbüro. Das machen wir dann in der nächsten Runde, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.